wonderful. Thank you so much. Here, I have something for you. Wow, this looks valuable. I can really have it? Of course. It's apparently a weapon of some renown, but we have little use for it. Ach, wie schön, dass man mich gerade eben die letzte Minute nicht gehört hat. Willkommen zurück. ja. Ich erkläre gleich nochmal, was ich gesagt habe. Well, we appreciate it. Thank you again for everything. Gut, wir haben das Rätsel des Märchenwaldes gelöst in den letzten Folgen. Und das hat mich auf eine neue Idee des Let's Plays gebracht, für das ihr gerne mir einen Kommentar unten in die Kommentarbox legen könnt. Und zwar, es gibt so etwas, das nennt sich Spielbücher. Diese Bücher sind halt eben echte Bücher, die man lesen kann, indem man aber wie bei einem Pen and Paper einen Handlungsstrang verfolgt und eigene Entscheidungen treffen kann. So, how was the village? Oh, dich habe ich ja voll vergessen. Oh, it was truly magnificent. There are no words. Huh. Neat. Toller Let's get back to Popola. She'll probably want to know what's going on in there. Ja, auf jeden Fall war das so eine Idee, die ich gar nicht mal so verkehrt fand, solche Bücher. Get out of my way! I have to save Yona! Calm down. You cannot prevail if you are blinded with rage. Okay. Ja, diese Bücher einfach mal zu ergreifen und ein bisschen Spaß damit zu haben. Muss man halt eben nur gucken, welches Buch man sich da mal nimmt, weil es gibt da eine ganze Reihe von, die sich dafür anbieten würden, vermutlich. So, fort, ihr komischen Dinger. Oh, das ging ja relativ flott hier. Mit dem Wildschwein. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Einsamer Wolf genannt. Das ist so ein Buch. Das kenne ich aber auch nur deswegen, weil die Königsfahrt. Weil ich zufällig eins dieser Bücher zu Hause rumfliegen habe, irgendwo auf dem Dachboden. Und mal angefangen habe zu spielen, aber nie weiter gespielt habe. Weil ich mich damals als kleiner 8, 9 Jahre alter Bub nicht so ganz an die Regeln gesetzt habe. Man hat halt eben wirklich so einen Charakterbogen, mit dem man dann halt eben seine Statuswerte ja, hat, wie bei einem Pen and Paper halt eben auch. Das ist, zumindest bei Einsamer Wolf ist es der Fall. Es gibt, glaube ich, noch andere Spiele, auch so Jugendbuchspiele, wie zum Beispiel die Schatzinsel ist so eins, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, mal ganz nett, wenn man etwas haben möchte, was jetzt auch für jüngeres Publikum geeignet ist. Wie gesagt, gebt mir gerne eure Kommentare, schreibt mir auch ruhig dazu, was für Bücher ihr denn haben möchtet oder ob ihr vielleicht eins empfehlen könnt, weil für mich ist das halt eben absolutes Neuland, aber ich dachte, das ist vielleicht mal eine neue Art Let's Plays zu machen oder ein Let's Play reinzuwerfen und mal gucken, wie es ankommt und dann halt eben sagen, ach ja, war ja eigentlich ganz gut. Frage ist natürlich auch, ob das rechtlich so in Ordnung ist, die einfach vorzulesen. Müsste ich vielleicht dann beim Verlag nachfragen oder so. Wegen geistiger Eigentümer und so weiter. Ist ja nochmal ein bisschen was anderes als audiovisueller Content, wenn man anfängt, Bücher wie ein Hörbuch vorzulesen. Also einmal gucken. Man kann das ja auch ein bisschen interaktiver gestalten im Stream, dass ich das sozusagen vorlese und ihr könnt mit mir zusammen die Entscheidung treffen oder so etwas. Und dann gibt's bei YouTube halt eben den Zusammenschnitt aus dieser Geschichte. Das klingt eigentlich super spannend, finde ich. Super, also hat ein bisschen was von einem Podcast schon fast.
The death dream certainly is a strange illness. Yeah, it was something all right. Even I, with my natural love for words, have no desire to visit that place ever again. You guys did well. You've been making a lot of long trips lately. Are you sure you're not pushing yourself too hard? I'm okay. I can't just sit around all day while Yona's sick, after all. If you say so. So, anything I can do for you? Well, I suppose there is one thing I could use a hand with. Have you heard about our plans to repair the canal? The work probably won't happen for a while, but once it's done, we can use the canal for trade and travel and all kinds of useful things. Unfortunately, however, we're a bit behind schedule at the moment. If you're willing to help out, I'd really appreciate it. No problem. What do you need? Great. So, the man I originally asked to help on this project hasn't shown up for work in a few days. I'm starting to get a little worried, so maybe you can head over to Seafront and check up on him? I'll mark the location of his house on your map. He always carries a red bag over his shoulder, so he should be easy enough to find. Got it. Ach Mensch. Das ist ja tatsächlich gar nicht so der schwierige Weg. Aber ich finde das echt ein bisschen frech, wie er einfach seine Schwester so ein bisschen vernachlässigt. Kev Justin ist wieder da. Er ist nach Hause gekommen, um mich zu besuchen. Ja, Kev Justin. Was? Klingt ja als... A canal, is it? Fascinating. If we had a ferry, we could put these days of endlessly running about behind us. Don't you just float everywhere anyway? Do you think I am borne aloft by the winds, lad? It takes stamina to maintain this height. Oh, really? You could at least try to hide the utter dismay, you know. Ach Mensch, sind diese Leute hier wieder fröhlich. Aber ja, das wäre gar nicht so verkehrt. Dann haben wir, glaube ich, vielleicht haben wir dann ja sogar unsere Schnellreise, die ich die ganze Zeit suche. Können wir hier diese Schiffe, die überall rumstehen, endlich benutzen oder so? Wer weiß. Wollen wir uns den mal krallen wieder? Ach komm, wir krallen uns den. Einfach weil der schnell runtergeprügelt ist und ein bisschen Erfahrungspunkte liefert. Na komm, hep. Immer die ganze Zeit R1 und L2, L1 im Wechsel drücken. Ja, mehr braucht man für diesen Gegner hier nicht. Den kann man echt sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh besiegen. Wenn man einen solchen Gegner für gratis gegebenenfalls auch mal irgendwas liegen lässt, was einem was bringt, finde ich eigentlich nicht verkehrt. So viel zum Thema gelegentlich. Ach, seht ihr mal. Da liegen hier noch die Materialien rum. Und mit ein bisschen Glück findet man hier nämlich dann auch hier ist das Zeugs gleich Eisenerz. Ton. Kein Eisenerz, aber Hirschfleisch. Gib mir Hirsch. Bayerisches Tier mit A. A Hirsch.
Ein anderes bayerisches Tier mit N. Neuhirsch. Einfach um ein bisschen die Sprache zum Ausdruck zu bringen. Ach, welche wunderschöne Musik. Also der Soundtrack ist echt super von diesem Spiel. Ich finde die Grafik... Es ist eine PlayStation 4 Grafik, aber die sieht ein bisschen, also ich muss gestehen, gibt Besseres. Also so optisch, ich weiß nicht, ob das schon an die Grenzen der PlayStation 4 geht, aber ich finde die Grafik eigentlich ganz okay. Ich finde, sie trägt zum Spiel bei, alles ist gut, alles ist grün. Are you the guy who's supposed to help repair the canal? Popola sent me to... Oh God, it's over. My life is over. Okay. Surely you must realize nothing good can come of being involved with this particular endeavor. Easy, Vice. Hey, so are you all right? What happened? It's my wife. She left home a week ago and hasn't come back. I'm so worried I can't even focus on my work. Oh, my sweet dumpling, where are you? Ah, that's terrible. Would you like us to help you look for her? Really? You'd do that for me? Sure. But do you have any idea where we should start? Well, she always used to enjoy drinking at the tavern with her friends. All right, then I guess we'll start with them. Thank you. This means the world to me. Oh, and by the way, my wife always carries a red bag, just like mine. If you mention that, it might ring some bells. I've met some odd couples in my day, but none who felt the need to wander about flaunting matching luggage. You need to get with the times. Coordinated outfits are all the rage. Plus, these bags are special. We bought them for our anniversary. But now my sweet dumpling is gone. And it's all my fault. Okay, okay. Just stay calm. We'll go look for her, alright? Oh, man. I'm willing to bet that man knows more about his wife absconding than he's letting on. Das glaube ich auch. So, hallo. Moment. Trägt die hier nicht die rote Tasche? Hey there, I'm a... looking for a woman carrying a red bag. Oder ist das einfach nur die Flasche, die dahinter ist? Are you now? Interesting. Did something happen to her? What? She hasn't been home and her husband's worried. Do you know anything about where she might be? Trouble in paradise, is it? Oh, those two never change. Anyway, the short answer is no. She hasn't been around here either. Though, come to think of it, she always got on well with the woman over at the tackle shop. Maybe you should try her? I'll do that. Thanks. Hey, what's the rush? You've got a cute face. Why not sit here and join me for a round? Or three? Sorry, ma'am, but I'm not old enough to drink. Ja, besser ist, geh mal lieber raus. Das wird ja ein bisschen kriminell hier. Hey there. Do you know a woman with a red bag by any chance? A red bag? Oh, sure. Although now that I think about it, I haven't seen her in a while. Last time she came around, she mentioned something about leaving town. But I figured it was just idle talk. Leaving town, huh? All right, thanks for your time. Auch das noch. If she has truly left this charming hamlet, finding her may prove most difficult indeed. I just hope she hasn't been attacked by shades or anything. Ich hab da schon einen Gedanken, wo die wahrscheinlich rumlaufen könnte. Und zwar gibt's da noch dieses komische Anwesen.
da könnten wir uns einfach mal reinschleichen. Genau. Das machen wir nämlich einfach mal. Vielleicht kommen wir damit irgendwie voran. Was ist das für ein hässliches Spinnchen? Das ist in der Tat ein hässliches Spinnchen. So, Geld verdienen freigeschaltet. Okay. Seide der Riesenspinne erhalten. Hallo. Hier war doch noch irgendwo eine. Sag ich doch. Okay, die hat mich getroffen, die hat nicht viel Schaden gemacht, das heißt, die ist harmlos. Ich glaube, die wird wohl hier sein. Weil das ist so das Einzige, wo wir noch nicht waren bisher. Gucken wir mal. Okay. Hier können wir nicht rein. Ist hier irgendwo einen anderen Weg oder so? Ist ein bisschen unheimlich, wie grau das hier auf einmal alles geworden ist. Schauen wir nochmal. Ah, okay. Ich soll in den Südfeldern suchen. Dann sind wir ja doch auf dem richtigen Weg. Das hier sind ja die Südfelder, ne? Ja, genau, das sind die Südfelder. Dann gucken wir, wo wir hier eine Frau mit roter Tasche finden tun. Ach Mensch, ah nee. Das ist nur ein Gegner. Something about that shade seems rather odd. Oh, seltsam an diesem Ding. Oh, rote Tasche gefunden. Hey, look at this. It is identical to the red satchel carried by the man who sent us on this mad quest. Perhaps it belongs to his spouse. Oh no. Do you think the shades got her? I fear it likely, lad. I sense no other activity in the immediate vicinity. We were too late. Well, this is terrible. What are we supposed to say? However difficult it may be, we've no choice but to tell the man the truth. Das sehe ich ganz genauso. Wahrheit sagen finde ich immer richtig. Egal wie schmerzhaft die Wahrheit auch ist. Das hatten wir ja schon mal irgendwann gemacht. Ach stimmt, genau, das war bei dem Tod der Mutter. Von den Schrotthändler-Wichtis. Dann gehen wir mal wieder zu dem Typen mit der roten Tasche. Hey, did you find my sweet dumpling? We didn't, but we got this off a shade. Oh no. This is hers. So our fears were correct. Oh god. How could this happen to her? This is all my fault. Warum ist das denn seine Schuld? If I may, my good man, why did your wife leave home in the first place? It's because I think we should give him some time to himself, Vice. Nein, ich will es jetzt wissen. Dumpling, you're not dead.
What in the world are you talking about? Oh, you found my bag. Thank you so much. I can't believe I went and dropped it like that. Oh, this is such a relief. Okay, seriously. What's going on? Glück im Unglück. I see. So, you found a shade with my bag and assumed I'd been attacked and killed? I'm just glad you're safe, Dumpling. But I'm also so sorry. This is all my fault. Oh, if I didn't eat that apple you were saving. Oh, God, I'm such an idiot! Listen, I promise I'll never eat anything of yours again. You just promise never to run away from home again, okay? Ernsthaft? Run away? Have you lost your mind? I just went to visit my parents. Huh? I told you about this. Going to see my family, gone for a week. Remember? Ugh, are you serious right now? Why don't you ever listen to me? Lad, my brilliant intuition suggests we should beat a hasty retreat from these two with all speed. Ach, ich möchte noch weiter zuhören. Ich mag das. I can't believe you didn't listen to me, and you ate my apple. You are the absolute worst. What? Oh, like you're some perfect angel. You didn't even care enough about our anniversary to hang onto your bag. You, kid, I'm right about this, yeah? If anyone's wrong here, it's my wife, right? Wait, you're asking me? Lass mich da mal bitte schön raus. Wer liegt falsch? Der Mann, der den Apfel gegessen hat. Nicht zugehört und immer sein Mimimi. Ich gebe der Frau recht. Well, you shouldn't have eaten your wife's apple. That's not very nice. But I was hungry and it was just sitting there. Look, I'm glad you went looking for my wife and all, but that was low, friend. Low. Hey! Did I cross a line there? Besides, it's pretty rich to come after me for an apple when you threw away my entire stamp collection. Okay, jetzt kommen die richtig harten Probleme hier raus. Whoa. Ha! You're damn right I did, and I'd do it again. You are nothing but a hoarding slob. Jetzt geht hier der richtige Bitch Slap los. Aufgepasst und hergehört. Pardon, but madam, I... Wer hat hier Unrecht? Der sammelwütige Waschlappen, die Sammlung wegwerfende Frau. Ganz ehrlich, alle beide. Oh, enough. The both of you are at fault. Now apologize to one another and end this ridiculous display. Good talk for a floating magazine. I see you finally agree on something. Do you not even understand how frustrating this is, you colossal oaf? This is exactly what I hate about you. Fine, hate me. I'll still sleep like a baby knowing I'm not an unreasonable hag like you. Vice, what do I do? You turn on your heel and walk away as fast as your legs can carry you, my good lad. That's it. I have had enough. Instead of belittling me, why don't you get a proper job? Everyone in the neighborhood treats me like dirt, and it's all because of my unemployed slob of a husband. Actually, I have a job now. Wait, you what? You're kidding. Why didn't you tell me? That's great. Well, I sort of wanted it to be a surprise. Oh, you big silly Billy. Well, this calls for a celebration. Come on, I'm going to bake you a nice apple pie.
Oh, die sieht aber auch hässlich aus, die Frau. I have no idea what just transpired, but it has utterly exhausted me. Well, looks like they made up, so all's well that ends well. In the course of all that madness, I have forgotten why we even came here in the first place. Oh, heck, the canal! We need to ask him about the canal! Yep. Stimmt, das war's. Ey, Junge. I can't thank you enough for all your help. Sure, but listen, we need to talk to you about the canal. Oh, right! That's why you came here in the first place, huh? Well, now that my love life is rolling in clover again, I'd be more than happy to get going on the canal work. Gut. Dann haben wir mit dir geredet. That was exhausting. Tell me about it. Anyway, let's go give Popola an update. Ich dachte mir, dass wir jetzt zu Popola reisen müssen. Wir nehmen auch diesmal wieder das Wildschwein als Reisemöglichkeit. Ja, und los geht's. The couple with the red bags were a strange pair indeed. It boggles the mind to think their relationship can persist despite such intense squabbling. Well, they looked pretty happy in the end at least. Maybe the secret to living a happy life is sharing your feelings, even when they're sort of mean and weird. If you adopt such a strategy, I may leave for groceries one day and never return. Das war gerade irgendwie nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Miau. Oh fuck. Eigentlich würde ich ganz gerne nochmal gucken wegen den Eisenerzen hier. Holzscheit, das war knapp. Drüben ist noch irgendwas zum Ausgraben. Ton. Yikes. Ach komm, was soll's. Wenn wir den Gegner schon mal hier haben, können wir ja auch nochmal richtig drauf latschen. Warum denn nicht? Na, das hat sich ja gelohnt. Mach's kaputt! Ja. Trotzdem nichts außer Erfahrungspunkte. Voll ärgerlich. Oh, Jeff Justin hatte Geburtstag. Jonah hat aber den Geburtstag alleine gefeiert, weil er einfach nicht da war. Finde ich auch ein bisschen nicht sehr nett. Also von Jeff Justin finde ich das nicht nett. Weil ich meine, seine Schwester macht sich ja auch ein bisschen Sorgen um ihn und will ja auch
gerne mal mit ihm reden, was für sich haben, aber Kev Justin halt eben immer nur zu seiner Schwester, nee, bleib mal lieber im Haus, schlaf dich aus, du bist krank und so weiter. Das hat so ein bisschen, Steve hat so ein bisschen das Gefühl, als würde er wollen, dass sie krank ist, damit sie zu Hause bleibt und ihm nicht auf den Keks geht. So eingeredete Krankheiten. Krank gemacht durch Einreden. Ob man es glaubt oder nicht, es gibt wirklich so kranke Menschen, die sowas versuchen. Also, was sich ganz lustig anhört, ist in Wirklichkeit eine echt böse Masche. Gab irgendwie mal so einen Fall von, ich weiß nicht, wo das war, wo wirklich eine Person ihrem Kind Krankheiten zugesprochen hat und mit Drogen zugepumpt hat, nur damit sie das Haus nicht verlässt und so etwas. Richtig, richtig düsterer Scheiß. Gibt's, glaube ich, eine ganze Doku zu. An dieser Stelle ist mal eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder bei Near Replicant.